Wir alle wissen, dass die Tabakindustrie der Gesundheit von Menschen schadet. Aber die meisten Menschen wissen nicht, welchen Schaden die Tabakindustrie unserem Planeten zufügt. Das Erste, woran ihr vielleicht denkt, sind die Kippen. Jedes Jahr werden weltweit 4,5 Billionen Zigarettenkippen weggeworfen. Zigarettenkippen sind aus Plastik und werden nie ganz abgebaut. Diese Zigarettenkippen verschmutzen unsere Gehwege, Parks und Strände. Sie können in die Wasserversorgung gelangen und Tiere, Vögel, Fische und sogar Kinder vergiften. Tabakanbau verursacht Entwaldung, besonders in Entwicklungsländern. Jedes Jahr werden fast 200.000 Hektar Wald auf der ganzen Welt zerstört, nur um Zigaretten herzustellen. Das ist viermal die Fläche der Stadt Toronto. Wälder werden abgeholzt, um für neue Tabakfelder Platz zu machen und um die Feuer zu heizen, über denen der Tabak getrocknet wird. Das enthält noch nicht mal all das Papier, das für Zigaretten und Verpackungen verwendet wird. Jedes Jahr werden 6 Billionen Zigaretten hergestellt. Das ist eine Menge Papier. Zigarettenproduktion trägt auch zum Klimawandel bei. Der Zigarettenrauch selbst beinhaltet Gase, die den Treibhauseffekt verursachen. Die Tabakindustrie stellt ein Produkt her, das die Hälfte seiner Langzeitbenutzerinnen tötet und der Umwelt schadet. Das ist nicht richtig. Wollt ihr wissen, warum ich keinen Tabak benutze? Weil ich mich um die Umwelt sorge.